Herzlich willkommen, meine lieben Clasher-Freunde, zu diesem neuen Video. Ja, meine Lieben, ich habe ja angekündigt, dass ich in den nächsten Tagen rollen werde. Und ja, morgen ist es soweit. Ich habe morgen wirklich einiges zu tun. Ich habe ganz, ganz viele Leute, für die ich rollen soll. Und ja, ich selber habe ja auch 12.000 Gems zusammengespart. Sind natürlich jetzt nicht so viel. Nee, Quatsch, ich muss mich korrigieren. Ich habe den nicht zusammengespart. Ich hatte angefangen zu sparen. Und als das Update rauskam, habe ich dann 13.000 gehabt. Die habe ich dann ausgegeben. In der Hoffnung, dass ich mal eine Rose oder eine Anubis bekomme. Natürlich auch im Hinterkopf, dass ich eventuell die neue bekomme. Ja, habe die Schöpfung bekommen. Werden wir auch gleich zusammen aufmachen. Aber natürlich, wie immer, keine Rose, kein Anubis, die neue war auch nicht dabei. Und dann habe ich mir ein kleines Paket gekauft für 39,99. Habe da noch Talent-Reroll-Karten dazu bekommen. Und ja, die werde ich morgen ausgeben. Und da ich momentan ein volles Lagerhaus habe und mich das tierisch nervt und stresst, wenn ich die Runen tausche, habe ich gesagt, alles klar, du wirst ja morgen sowieso rollen und ja, es ist Zeit, dass ich hier auf jeden Fall mal Platz schaffe. Ich wollte eigentlich noch viel, viel mehr ansparen. Ich war dabei, hier die Lavakisten zu sparen und dass ich hier mal 100, 200 Stück zusammenbekomme, dass wir die mal zusammen öffnen können. Aber es geht nicht mehr. Platz kaufen möchte ich mir momentan nicht, denn ich habe genug Platz. Ich möchte die Gems dafür nicht ausgeben. Und deswegen werde ich jetzt mit euch mal hier ein bisschen Platz schaffen. Es hat sich einiges angesammelt. Ihr seht es ja selber, Essenzen habe ich durch die Käufe bekommen, die ich hier in den letzten Tagen getätigt habe. Die hebe ich mir auf. Wenn die Rose kommt oder der Anubis, möchte ich diese Essenzen für diese Helden verwenden. Aber den Rest, wie die Splitter, die können wir jetzt auf jeden Fall mal aufmachen, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Das waren jetzt 8.800. So, hier haben wir auch nochmal 50. Zack. 120. Okay, ich schau mal, wie viel Splitter ich überhaupt habe. Ja gut, die 8.000, das heißt, ich hatte 98.000 Splitter. So, dann das Gold hebe ich mir auf. Das ist immer gut, wenn man die Helden auf Devo zieht. Da muss man nicht zwischendurch farmen. So, die 8.000 Orden. Ja klar, hier die Kristalle, die können auch weg. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ich hier wieder Platz habe. Das ist wirklich so nervig momentan. Wenn ich die Lava spiele oder den World Boss mache und ich die Runen da tauschen muss. Ich nehme eine Rune runter oder zwei Sets runter und das Lagerhaus ist direkt voll. Und das ist auf jeden Fall richtig stressig. So, dann haben wir hier ganz viele Runenpakete. Die Schöpfung, die habe ich ja bekommen. Die öffnen wir gleich. Die habe ich mir auch extra aufgehoben. Damit wir wenigstens diese zusammen öffnen, da ich ja kein Video zu diesem Roll gemacht habe. Ich wollte eigentlich auch gar nicht 13.000 Gems auf den Kopf hauen, wenn ich ehrlich bin, sondern eine Spielerin aus meiner Gilde, die hat die neue bekommen mit zwei Rolls, genau, mit zwei Dreier-Rolls. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, kann ja bei dir vielleicht auch klappen. Dann habe ich angefangen, bei dem zweiten kam dann, ich weiß gar nicht, was da kam, aber da kam dann irgendwie ein Doppellegi. Und ja, dann bin ich heiß geworden. Dann war es zu spät. Dann habe ich gesagt, alles klar, wo ich den Doppellegi gesehen habe. Ich glaube, ich bin einfach nur gierig geworden und habe gedacht, heute ist dein Tag. Und ja, dann habe ich die auf den Kopf gehauen, in der Hoffnung, wie gesagt, dass ich eine Rose bekomme. Am Ende ist es dann aber die Schöpfung geworden. So, dann machen wir mal weiter auf. Hier brauche ich eine Quick-Rune, ja, von der Nummer 3 haben wir ja, Rune 3, Level 1 habe ich jetzt zweimal. Oder habe ich die gar nicht gebraucht? Bin ich mir jetzt unsicher. Müsste ich nachher mal schauen. So, Quick, Quick, Quick ist dabei. Perfekt. So, noch 6. Auch nochmal 2. So, dann machen wir mal die mythische Runenbox. Okay, das ist cool. Level 4 kann man immer gebrauchen, die sind ja selten. Wobei bei mir die Dreier selten sind. So, der Runenkoffer zweimal. Ja, die werden wir auf jeden Fall schmieden. Zack. Auch geil.
eine Level 3, richtig cool. Ich würde sagen, wir schmieden die mal sofort hier. Zack, schmieden. Level 3. So, in der Hoffnung, dass wir hier was Gutes bekommen. Auch keine Level 3, genau die brauche ich auch. Für den World Boss. So, dann öffnen wir mal die blauen. Ja, die schwerer Schlag, die brauche ich auch für den World Boss, für den Erzdämon. Ja, okay. So, dann machen wir mal weiter. Die Glückskisten, die öffne ich gleich. Machen wir mal mit denen weiter. Schwerer Schlag, her damit. Die brauche ich wirklich. Okay, jetzt habe ich nicht genügend Platz. Jetzt muss ich mal schauen. Okay, hier oben habe ich jetzt so viele neue Runen bekommen, dass ich wieder keinen Platz habe. 197. Okay, die 10 Runen machen es aus. Zack. So, dann werden die mal verkauft. Dann öffnen wir mal die Seelensteinkoffer. Da sind die auch schon mal weg. Okay. Dann die nächsten. Ja. Nichts Berauschendes. Die habe ich auch beim Kauf bekommen, als ich mir den einen Tag das Paket für 40 Euro gekauft habe, habe ich hier diese 50 Pets bekommen. Ich dachte eigentlich, das wären Pet-Eier. Aber dann habe ich gesehen, nee, das sind ja schon fertige Pets, die nicht mehr ausgebrütet werden müssen. So, Lavakisten werden gleich aufgemacht. Dann sind die 13 hier mal dran. Oh, schwerer Schlag. Level 2, die werde ich nicht schmieden. Ich schmiede immer nur die Level 3 Runen. Die Level 2 nicht. Level 1 ja auch nicht. Okay, jetzt haben wir wieder keinen Platz. Müssen wir wieder ein paar verkaufen. Zack. So. Okay, ja, hier war fast gar nichts dabei. Gut, dann haben wir wieder eine Menge Runen, die wir jetzt verkaufen müssen. Zack. Ja, die sammle ich hier nicht. Also ich finde die erst cool, wenn die auf Level 8 sind. Klar, Level 5, Flammenwache, auch nicht verkehrt. Aber ich brauche die nicht. So, dann sind die auch weg. Dann machen wir weiter mit denen hier. Ich glaube, die habe ich aus dem Höllengipfel. Ja, nicht verkehrt. Auch wieder direkt verkaufen. Das ist auf jeden Fall Arbeit hier, wenn man sich hier einige Dinge im Lagerhaus zusammenspart. Diese Dinge wieder loszuwerden, macht natürlich Spaß, aber es ist ein bisschen Arbeit. So, die eine Dreier, die behalten wir wieder. Machen wir weiter mit den, das sind Level 3, ja, machen wir mit den Lavatruhen weiter. Hier habe ich ja noch Lava 3 gespielt, die sind noch aus der Zeit, die habe ich auch nicht geöffnet. 9 Splitterkisten aus 6 Grün, ja. Ja, die werden wir auch mal los hier. Zack. So. 197. Ich habe irgendwie immer noch zu wenig Platz. Ah. Okay, mehr als vorher, aber irgendwie kommt mir das immer noch so wenig vor. So, dann öffnen wir die mal. Zack. Ja, da ist ja nie was Tolles drin. So, dann haben wir noch, das sind die Level 4. Hier auch noch mal die Level 3. Ja, die wollte ich eigentlich einzeln öffnen. Ich öffne jetzt mal eine Level 3. Eine blaue. Genau, hier haben wir jetzt, war das jetzt eine Level 3? Nein, das war doch keine Level 3, oder? Ach, ich habe alle zusammen aufgemacht. Okay, ich wollte gerade sagen. Genau, das ist die Level 4, beziehungsweise die Lava 4 Truhe. Okay, ja, jetzt machen wir die auch mal auf. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich wollte eigentlich nur eine öffnen. Okay, hier haben wir nur 6 drin gehabt, da hinten 5 mal, ja, trotzdem geil. So, dann haben wir 16 mal die Lava 4 Truhe, die machen wir auch natürlich alle auf einmal auf. Ja, super, 20, hier bekommt man ja immer das Gleiche, was die Splitterkisten angeht.
Und die Talent-Reroll-Karten sind ja natürlich der Hammer. Perfekt. Und die machen wir einzeln auf. Die lilanen. Ja, okay. Ich dachte eigentlich, dass hier was Besseres drin ist. Will nicht undankbar sein, aber ich dachte, dass hier was Besseres drin ist. Was hier drin sein kann, weiß ich gar nicht. Habe ich mich auch noch nicht informiert. Aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dankbar. Möchte hier nicht undankbar klingen. So, dann öffnen wir mal die Glückskisten. Und ja, hier habe ich leider noch nie Glück gehabt mit der Level 5 Talentruhe. Die kann ja hier auch drin sein. Bei einem Kollegen von mir war die schon öfters drin. Was mich sehr wundert. Okay, wundert mich am Ende natürlich auch nicht bei dem System von IGG. Aber bei mir war sie halt leider nicht dabei. So, jetzt habe ich 195, habe ich 10 Plätze frei. Die Heldenkarten, ja, die behalte ich mal, oder? Warum soll ich die behalten? Die öffne ich auch mal. So, und Paladin war ja klar. Dementsprechend die Frage, warum ich diese Karten behalten soll, die wird auch aufgemacht. Zack, hier haben wir Snowzilla. Was für eine Ausbeute. Wahnsinn. Okay. So, die kommen auch weg. Und dann haben wir doch... ja, alles wieder aufgemacht. 15 Plätze, auch nicht so viel. Ich hatte gedacht, dass ich jetzt wieder mehr Platz habe. Warum ich jetzt nur 15 Plätze habe? Ja, durch die Runen. Da sind ja jetzt einige Level 2 Runen wieder dazugekommen. Und hier die schwere Schlagrunen, die ich ja sehr brauche. Und ja gut, ich habe ja noch ein paar Runen, die ich in den Helden verstecken kann. Und dadurch werde ich dann hier wieder etwas mehr Platz gewinnen. Genau. Okay, so, dann zu guter Letzt öffne ich noch die Schöpfung und dann soll es das auch mit diesem Video wieder gewesen sein. Welches Talent? Ja, gute Frage. Ich habe mich jetzt auch noch mit diesem Helden gar nicht beschäftigt. Ich glaube, geht in Richtung Bollwerk Kriegsgott. Müsste ich mal schauen. Müsste ich mir den Helden nochmal in Ruhe angucken. Das können wir ja auch machen, aber nicht heute. Ich will den Helden heute nicht direkt hochziehen. Das werde ich auf jeden Fall noch die Tage machen. Die Ressourcen möchte ich mir aufheben. Wie gesagt, wenn ich die Rose oder den Anubis bekomme, dann möchte ich diese Helden gerne direkt hochziehen. Ja, ein 2,8 verlangsamt ist nicht verkehrt. Können ja einfach mal zack auf Level 20 bringen. Habe ich ein bisschen Macht gewonnen. Und ja, über die Schöpfung werde ich auf jeden Fall auch in der kommenden Zeit ein Video machen. Und ja, morgen steht der Roll an, nicht nur ein Roll, sondern einige. Ich muss noch gucken, wie ich das machen werde, ob ich die Videos einzeln hochladen werde oder ob ich da ein größeres Video draus mache, wo ich direkt bei 10 Leuten rollen werde. Lasst euch überraschen, morgen im Laufe des Abends werde ich ein Video oder die Videos hochladen. Und ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ja, wir sehen uns morgen.